Die Dakar News kommen heute aus dem LKW-Lager und hier mit Blick auf Gérard Deroy. Deroy ist niederländischer Marathon-Rallye-Fahrer und sein Vater ist übrigens der ehemalige Rallye-Dakar-Sieger Jan Deroy. Und hier fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, vor allem was den Erfolg betrifft. Die erste Sonderprüfung in Chile war in vieler Hinsicht den vorigen in Argentinien sehr ähnlich, aber auch ähnlich schwer. Gérard Deroy fuhr dabei in seinem Iveco Powerstar eine Durchschnittsgeschwindigkeit von sage und schreibe mehr als 101 Kilometern pro Stunde. Manchmal erreichte seine Höchstgeschwindigkeit sogar bis zu 150 km/h. Somit in der Gesamtwertung gibt es nur minimale Änderungen im Moment. Deroy behält seine führende Position in seinem Iveco Powerstar. Und hier einige Eindrücke.